Der 28. Juni, ein Tag von großer Bedeutung für die Kinder des Fischkuttervereins in Rostock-Teutenwinkel. Denn auch sie selbst haben ordentlich mitgeholfen beim Bauen ihres ganz neuen Spielplatzes. Die Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock hat das Projekt mit fast 30.000 Euro unterstützt. Für den Leiter des Vereins Fischkutter ein Herzensanliegen. Wenn ich jetzt nur nach hinten schaue und diese Kinder sehe und auch die Begeisterung, als sie hier durchgerannt sind, ist eigentlich schon alles erklärt. Also für uns ist es ein Riesenmeilenstein, unserem Gelände hier nochmal ein ganz neues Spielelement einfach hinzuzufügen, den Kindern einen Raum zu bieten, wo sie auch ganz selbstverwaltet spielen können, weil wir eben oft eben unter Anleitung spielen müssen. Aber jetzt hier auf dem Gerät können die Kids dann eben raufgehen, wann sie wollen, wie sie wollen und da einfach ausprobieren. Also sind ja viele Hangelelemente, viele Kletterelemente, die Rutsche an sich und so alles. Das ist für die Kinder natürlich auch jedes Mal eine körperliche Erfahrung, da drauf zu sein. Und das ist das, was es für uns bedeutet. Unter anderem hat der ganze Verein mit angepackt. Insgesamt waren am Projekt 100 Personen beteiligt, mit vereinten Kräften. Also wir haben eben, um die Kosten zu senken, aber auch um den Wert bei den Kindern zu steigern von dem Gerät selber, versucht vieles daran in Eigenleistung zu bringen. Also wir haben das Loch ausgegraben mit Baggern und also 1500 Schubkarren Erde weggefahren hier, zum Teil mit den Kids, zum Teil mit Jugendlichen aus Süddeutschland. Aber auch die Holzumrandung eben selbst zugesägt und selbst verschraubt. Ja, jetzt ist selber das Spielgerät selber, das ist natürlich von der Firma gebaut und auch aufgestellt worden. Das wäre für uns zu groß. Aber wir wollten eben, dass die Kinder auch merken, okay, das ist was wert. Das ist nicht einfach so, steht da. Die Kinder haben mitgebaut. Auch zum Teil, ja genau. Also letzten Montag haben wir 80 Tonnen Sand reingekippt und dann waren sie hier mit Schaufel und Hake und Rechen und haben fröhlich mitgemacht und mitgezogen. Einfach, dass die Kids auch merken, okay, das ist auch ein Stück Arbeit, so ein Ding hier zu haben und nicht einfach so, hups, jetzt ist es da. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger gratulierte dem Verein mit seinen engagierten, herzlichen Menschen für seine Arbeit. Ja, ich bin erstmal sehr dankbar, dass wir den Spielplatz jetzt endlich eröffnen konnten. Die Kids waren jetzt auch schon sehr aufgeregt, haben tagelang darauf hingefiebert. Das ist natürlich immer ein schöner Moment und man merkt auch, dass es wieder viele Menschen gebraucht hat, um so etwas zu ermöglichen. Die Jahresköste der Kaufmannschaft hat ganz großartig Spenden gesammelt, hat hier zu 100% finanziert. Da sind wir natürlich wahnsinnig dankbar als Stadt. Und der Verein hat hier ganze Arbeit geleistet. Der Fischkutterverein hat Leute rangeholt, die den Spielplatz dann auch gebaut haben. Die Kinder haben auch mitgeholfen. Das finde ich besonders schön. Umso größer ist die Freude heute. Und wenn man dann als Stadt merkt, dass so eine gebündelte Kraft ganz viel erreichen kann, dann zeigt das auch wieder, was diese Stadtgesellschaft alles drauf hat. Die Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock und viele Unternehmer haben diesen Spielplatz möglich gemacht. Zu der Jahresköste. Dabei sind fast 30.000 Euro zusammengekommen. Das war tatsächlich ein großes Projekt für uns. Das war eines von zwei Hauptspendenzwecken des letzten Jahres aus der Jahressammlung im Herbst letzten Jahres. Es war insbesondere deswegen für uns wichtig, weil wir den Kindern, die ja durch Corona besonders gelitten haben, etwas Gutes tun wollten, ein bisschen auch zurückgeben wollten für die Dinge, die man in der Corona-Zeit erleiden musste. Insofern war das Projekt für Kinder für uns das Hauptaugenmerk im letzten Jahr. Für die Kinder eine echte Bereicherung. Yeah! Also ich finde es richtig supi. Also dann haben hier alle Kinder auch einen tollen Spielplatz. Es macht mega viel Spaß. Wir haben so lange drauf gewartet und jetzt ist es endlich da. Sehr gut und dass wir jetzt einen neuen Spielplatz haben und dass der Kleine jetzt endlich weg ist, weil wir haben lange kein Spiel. Weil wir haben lange keinen Spielplatz mehr gehabt. Das finde ich jetzt richtig cool, dass wir jetzt so einen tollen Spielplatz haben. Seit 25 Jahren bietet der Verein Fischkutter auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde Teutenwinkel offene Kinder- und Jugendarbeit an. Jeder ist herzlich willkommen. Hier wird jedem etwas mitgegeben. Es geht um Wortwahl und soziale Kompetenzen. Der neue Spielplatz sorgt jetzt jedenfalls auch noch für jede Menge Spaß.